Wir erleben heute vielfach, dass Religionen von vielen in unseren Ländern gerade nicht mit Frieden, sondern mit Aggression und Gewalt assoziiert werden, Vorwürfe in dieser Richtung erhoben werden. Umso wichtiger finde ich es, dass wir uns gerade auch damit auseinandersetzen und darüber sprechen, über die Notwendigkeit des Friedens und diese gemeinsame Grundlage des Friedens zwischen den Religionen. Ich selbst bin Alttestamentler und von daher ist mir von der hebräischen Bibel sehr deutlich und sehr stark im Bewusstsein, wie sehr eigentlich die Heilshoffnung Israels immer auf Frieden und Gerechtigkeit ausgerichtet war und ist. Beides gehört zusammen, beides bedingt sich und ich glaube, dieses Humane verbindet alle Religionen und verbindet alle Menschen. Und von daher glaube ich, ist es ein unglaublich wichtiges Thema für uns und ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung in Kooperation heute bei uns hier im Haus ist. Ich habe gerade mit Dr. Brendle darüber gesprochen, das ist auch eine schon weit in die Vergangenheit zurückreichende persönliche Verbindung zu Lars Seidel, der die Akademie ins Leben gerufen hat, Professor Reifenberg, der Direktor jetzt der Akademie ist, von dem ich Sie auch ganz herzlich grüße und bei uns im Haus willkommen heiße. Vielleicht noch zwei, drei Worte hier zu unserem Haus, in dem Sie sich befinden. Sie haben gesehen, es besteht aus Altbau und Neubau. Hier sind wir im Altbau. Der Name Erbacher Hof hängt mit dem Zisterzienserkloster Eberbach im Rheingau zusammen. Und der Erbacher Hof war der Stadthof der Zisterziensermönche hier in Mainz. Und wenn Sie draußen im Hof sind und auf den Altbau schauen, dann sehen Sie auch noch ein gotisches Kirchenfenster. Also das ist noch geblieben vom alten Stadthof der Zisterzienser, unsere Marienkapelle. Daher also der Name und diese ja, lange Tradition, die mit diesem Haus verbunden ist. Der erste Vortrag am heutigen Morgen wird ein Impulsreferat sein, Vielfalt und Integration, Herausforderungen an die Religion, also das Thema dieser Tagung und der Referent ist Dr. Stefan Schlenzog. Dr. Schlenzog ist Generalsekretär der Stiftung Weltethos, eine Stiftung, Sie wissen das alle, die auf Hans Küng zurückgeht und die in den Jahren, in denen sie steht, eigentlich wirklich in Herz und Hirn fast aller Theologen eingedrungen ist. Also zumindest mir geht es schon seit dem Studium so und gerade dieses Anliegen eben auch zu zeigen und aufzudecken, wie weitgehend unsere gemeinsamen Grundlagen in den Religionen sind, also dass wir alle an einem gemeinsamen Ethos teilhaben. Das finde ich ein wunderbares Unterfangen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und bitte Sie um Ihren Vortrag. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor ich anfange, möchte Dr. Gebhardt kurz noch eine Bemerkung loswerden, die vielleicht nicht ganz unerheblich ist, auch für Sie. Ja, guten Morgen. Ich bin Günter Gebhardt von der Stiftung Weltethos, bin dort Bereichsleiter für interreligiösen Dialog und freue mich auch, dass ich nach einigen Jahren wieder mal im Erbacher Hof sein kann, den ich aus alten Zeiten noch unter Prälat Seidel ganz gut kennengelernt habe. Ich habe nur eine kleine technische Bemerkung. Sie werden sehen im Laufe unserer Tagung, dass hier Herr Michael Schmiedl von der Bonner Gruppe von Religions for Peace mit einer hervorragenden Spiegelreflexkamera herumläuft und immer wieder Fotografien macht. Auf diesen Fotografien werden auch immer wieder mal Sie zu sehen sein. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass das eine oder andere dieser Fotos für Publikationen der Stiftung Weltethos und auch von Religions for Peace Deutschland verwendet werden wird, also für Jahresbericht oder eventuell das eine oder andere auf die Homepage gestellt wird. Falls jemand von Ihnen nicht damit einverstanden ist, eventuell auf solchen Fotos dann auch zu sehen zu sein von unserer Tagung heute, müssten wir das vorher wissen, weil wir nicht alle Leute dann nachher noch einmal anfragen können. Am besten einfach aufzeigen, dann fotografiere ich an Ihnen vorbei. Genau. Gut, sind Sie alle einverstanden? Dann freuen wir uns. Vielen Dank. Ganz schön, wo Sie einen anderen Kopf einsetzen. Ja. Ja. Elefantenkopf, da haben wir gar nicht. So ist es, ja. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. In der Tat
Sie haben den Hinweis gegeben mit Hans Küng, übrigens Ihr Wort in Gottes Ohr, ja, dass das Weltethos-Thema, die Weltethos-Programmatik in die Herzen und Hirne der Theologen eingedrungen sein mag. Ja, ich hoffe, das ist so. Wir arbeiten zumindest seit über 20 Jahren sehr intensiv daran, dass dem so ist, und zwar nicht nur bei Theologen, sondern auch bei Menschen überhaupt in unserer Gesellschaft, vor allem auch bei Politikern. Ich möchte kurz noch zwei, drei Sätze zur Stiftung Weltethos sagen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen unsere Stiftung kennen. Sie hatten Hans Küng erwähnt. Wir hatten gerade vor uns im Foyer unterhalten, Professor Lehnemann und ich, wie alt das Thema Weltethos eigentlich ist. Und es ist interessant, ich arbeite seit 33 Jahren mit Hans Küng zusammen. Und genau vor 33 Jahren, allerdings ist das nicht mein Verdienst, hat Hans Küng in seinem Buch Christentum und Weltreligion, Hinführung zum Dialog, das ist ein Dialogbuch mit Indologen, Buddhologen, Islamwissenschaftlern, hat er ein Nachwort geschrieben, ein programmatisches Nachwort. Und da hat er zum ersten Mal den Slogan entwickelt, kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Und das ist bis heute ein hochaktuelles Nachwort, was er da geschrieben hat, weil er deutlich gemacht hat, dass die Frage des interreligiösen Dialogs nicht nur Sache von irgendwelchen interessierten Spezialisten sein kann, nicht nur Sache von irgendwelchen idealistischen Irenikern sein kann, sondern dass die Frage des interreligiösen Dialogs zu einer Schicksalsfrage unserer Gesellschaften und der Welt überhaupt werden wird. Damals haben viele gesagt, ja gut, der übertreibt natürlich, ja, der nimmt sich da viel zu wichtig und so weiter. Heute wissen wir vor dem Hintergrund, wie sich in den letzten 3 Jahrzehnten die weltpolitische Lage entwickelt hat, vor allem wie sich die Rolle von Religion immer mehr ins Bewusstsein der Menschen eingeprägt hat als gesellschaftsprägender Faktor, als politikprägender Faktor im Guten wie im Schlechten. Heute wissen wir, wie recht Hans Küng damals mit dieser Programmatik hatte. Die Stiftung Weltethos ist vor 21 Jahren nunmehr bald 22 Jahren entstanden, auf Grundlage dieses Büchleins Projekt Weltethos, das Hans Küng dann 89 entwickelt hat, wo er dieses Nachwort wieder aufgreift, wo er dann eine Reihe von Erfahrungen, die er weltweit gemacht hat, bei Vorträgen, bei Diskussionen, in interreligiösen Kontexten, aber auch in anderen Kontexten, wo die zusammengeflossen sind und woraus sich dann diese Weltethos-Programmatik ergeben hat. Und worum geht es dabei? Es geht beim Thema Weltethos um nichts anderes als um die Frage nach den Grundlagen für ein gelingendes Miteinander. Ein gelingendes Miteinander in Vielfalt. In Vielfalt der Kulturen, in Vielfalt der Lebensformen, in Vielfalt der Weltanschauungen. Und die Grundlagen eines gelingenden Miteinanders sind nicht nur nach Hans Küngs oder unserer Meinung, sondern nach Meinung und Einsicht vieler Menschen gemeinsame Werte, auf die wir uns verständigen müssen. Gemeinsame Spielregeln, die wir finden müssen. Gemeinsame Ideale, die wir versuchen müssen, gesellschaftlich umzusetzen, damit unsere Gesellschaften nicht auseinanderbrechen, sondern damit wir eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Idee entwickeln, wie gutes, wie gelingendes Leben, wie gelingendes Miteinander aussehen kann. Sie haben die hebräische Bibel erwähnt. Ja, es ist so, und da werde ich auch nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen in meinem Referat, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen einfach nur in die Geschichte der Kulturen, in die Geschichte der Religion, in die Geschichte der humanistischen Tradition schauen und wo das alles schon ausbuchstabiert war und ausbuchstabiert wurde und den Menschen immer wieder in unterschiedlichen Formen in Erinnerung gerufen wird, dass wir ein großes Problem kriegen, wenn wir eben diese Perspektive der gemeinsamen, der verbindenden Werte aus dem Blick verlieren. Ich wurde gebeten, heute zu dieser Tagung das Ganze nochmal in den größeren Kontext zu stellen. Wir haben für mein Referat einfach diesen Tagungstitel gewählt, weil er breit genug ist, weil er weit genug ist, um da viele Gedanken Platz zu machen. Ich möchte Ihnen nochmal auch die Relevanz dieser Tagung und auch die Idee, die uns antreibt, solche Veranstaltungen mit zu initiieren, aus verschiedenen Blickwinkeln ein bisschen illustrieren und damit einen Auftakt geben für unsere Praxisbeispiele, die wir dann im Anschluss kennenlernen werden und im Laufe des Tages diskutieren werden. Wir erleben derzeit hautnah in Deutschland, welche Herausforderungen ungelöste weltpolitische Probleme für den gesellschaftlichen Frieden eines Landes
sein können. In Syrien tobt ein grausamer Krieg und im Kampf gegen den IS in Syrien, Irak und Nordafrika ist kein Ende absehbar. Seit Sommer 2015 erreichen Flüchtlingsströme aus diesen und anderen Krisenregionen mit Wucht unser Land und scheinen für viele sicher geglaubte Gewissheiten eines guten Zusammenlebens in Frage zu stellen. Entsprechend verunsichert und entsprechend polarisiert reagiert unsere Gesellschaft. Während sich ungezählte Menschen, und viele von ihnen sind da, und Institutionen oft mit bewundernswertem Einsatz um die Integration dieser Menschen, dieser geflüchteten Menschen bemühen, diskriminieren Populisten, pauschal Migranten und vor allem den Islam. Entsprechend verzeichnen rechtspopulistische Parteien einen lange nicht dagewesenen Zulauf und polemisieren gegen die sogenannten etablierten Parteien, da diese angeblich die Sorgen der Menschen nicht ernst nehmen, ohne freilich selber überzeugende Konzepte zur Lösung der Herausforderungen und Probleme zu bieten. Wie auch immer man sich in diesen Fragen politisch positioniert, es zeichnet sich ab, dass die Frage, wie wir diese geflüchteten Menschen integrieren und wie wir multikulturelles Zusammenleben auf Dauer konstruktiv gestalten, eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu sein scheint. Und diese Frage betrifft nicht nur den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land bis in die kleinsten Gemeinden hinein, sondern auch den inneren Zusammenhalt und die Zukunft der Europäischen Union. Fachleute und Politiker vor allem sind sich uneinig, wie viel Geflüchtete unser Land und Europa insgesamt in den nächsten Jahren zu erwarten haben wird, beziehungsweise wie viele Menschen hier bleiben werden. Nach aktuellen Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge werden derzeit monatlich rund 17.000 Asylanträge gestellt, wobei noch 100.000 Anträge aus dem Jahr 2016 als monatlich über 60.000 Anträge gestellt worden, nicht bearbeitet sind. Und zudem bedeutet dieser Rückgang nicht, dass signifikant weniger Menschen im Nahen Osten und in Nordafrika darauf warten, nach Europa zu kommen. Es ist vielmehr vor allem der Tatsache geschuldet, dass die sogenannte Balkanroute mehr oder weniger geschlossen wurde und dass die EU mit der Türkei vor einem Jahr jenes fragwürdige Abkommen geschlossen hat, demzufolge die Türkei den Fluchtweg über die Ägäis dicht macht und sich mit erheblichen finanziellen Anreizen und in der Hoffnung auf eine baldige Aufnahme in die EU verpflichtet, Geflüchtete ohne Bleibeperspektive gleich zurückzuschicken. Kritiker, dazu gehöre auch ich, halten dies für einen zynischen Deal und letztlich für einen großen Bluff, da damit keine Probleme gelöst werden und sich die Situation in den türkischen Flüchtlingslagern zunehmend verschärft. Zudem bleibt abzuwarten, ob die Türkei ihre jüngsten Drohungen angesichts der politischen Entwicklung dort in den letzten Monaten wahrmacht und die Grenzkontrollen wieder lockert oder gar aufgibt. Der langfristig am meisten erfolgversprechende Weg wäre, die Flüchtlingsursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. Doch ist man in der Frage, wie man das politische Chaos im Nahen und Mittleren Osten in den Griff bekommt, von einer gemeinsamen Strategie sowohl innerhalb der EU wie unter den großen weltpolitischen Akteuren noch weit, weit entfernt. Deshalb werden wir uns, ob wir wollen oder nicht, noch lange Zeit auf weitere Geflüchtete einzustellen haben. Und wir werden weiter darüber diskutieren, wie viel Vielfalt ein Land wie Deutschland überhaupt verträgt und aushalten kann. Für jene Menschen aber, die jetzt bei uns sind, gilt es, den Weg von einer Willkommenskultur zu einer Integrationskultur zu finden. Und Integration heißt, mitzuhelfen, dass diese Menschen eine Berufs- und Lebensperspektive in unserem Land finden
die dafür notwendigen Kompetenzen erhalten und die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Integration heißt aber auch, aus Sicht der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, dass wir in unserer Gesellschaft Raum und Rahmenbedingungen schaffen für kulturelle und religiöse Vielfalt und dass wir soziale Orte und gesellschaftliche Akteure identifizieren, die dabei besonders gefordert oder die dafür besonders geeignet sind. Einige von Ihnen sitzen heute hier. Viele, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, werden dabei immer wieder mit Ängsten und Vorurteilen verunsicherter Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. So verständlich manches davon sein mag, so sollte man sich dabei aber vielleicht erinnern, dass Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich mehr oder weniger ununterbrochen Einwanderungsland war und ist und sich dabei dennoch mehr oder weniger kontinuierlich wirtschaftlich und sozial entwickelt und stabilisiert hat. Die Älteren unter uns wissen es zum Teil noch aus eigenen Erfahrungen oder haben es in ihrer Kindheit zumindest indirekt mitbekommen. Unmittelbar nach dem Krieg kamen nicht nur mangels männlicher Arbeitskräfte hunderttausende Fremdarbeiter zum Wiederaufbau der Wirtschaft aus Polen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich in unser Land, sondern auch fast 12 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge. In den einzelnen Bundesländern machten sie zwischen 5% und 45% der Bevölkerung aus. 45% in Mecklenburg-Vorpommern. Im Schnitt waren es 18%. Und dies in einer Zeit, in der die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen im Nachkriegsdeutschland alles andere als rosig waren. Schon wenige Jahre später, im Dezember 1955, trat dann unter Ludwig Erhard der deutsch-italienische Anwerbevertrag in Kraft. Schon bald kamen die ersten Züge mit jungen, arbeitswilligen Italienern bei uns an. Auch mit anderen Ländern wurden solche Anwerbeverträge schnell geschlossen. So 1960 mit Spanien, Griechenland, 61 mit der Türkei, 68 weitere mit Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Man nannte sie Gastarbeiter. Gastarbeiter. Weil man glaubte, dass sie nach einigen Jahren wieder gingen, was, wie wir heute wissen, ein Irrtum war, weil wir sie brauchten, und zwar auf Dauer, und weil wie viele von ihnen ihr Familien gründen und sesshaft werden sollten. Ich erinnere mich noch an jenes Bild, und manche von Ihnen werden das vielleicht auch tun, das im Dezember 1964 durch die Medien ging, als der millionste Gastarbeiter, der 38-jährige Portugiese Armando Rodriguez, bei seiner Ankunft in Köln mit Blumen und einem Zündapp-Moped begrüßt wurde. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah, weil er auf diesen Empfang gar nicht vorbereitet war. Und der damalige CDU-Arbeitsminister schwärmte: Dank der Ausländer wird die Verschmelzung Europas und die Annäherung von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Gesittung in Freundschaft Realität. So damals die Hoffnung. Vor allem mit den Migranten aus der Türkei und aus Nordafrika kam aber eine neue Dimension ins Spiel, die man langfristig gesehen völlig unterschätzte. Es kamen Menschen nicht nur mit fremden Gewohnheiten, Lebensstilen, Ernährungsgewohnheiten, anderem Temperament als wir, sondern es kamen Menschen mit einer bis dahin weitgehend fremden Religion. Denn vom Islam hatten die Deutschen der 1960er Jahre, wie viele im Übrigen noch heute, bestenfalls vage Vorstellungen, jedenfalls kaum solide Kenntnisse. Gewohnheiten wie regelmäßiges Beten, auch am Arbeitsplatz, Fasten, Moscheebesuch sorgten bei vielen Deutschen für Irritation. Moscheen wurden in Randgebiete oder Industrieareale verbannt, jedenfalls raus aus den Stadtzentren und raus aus den Wohngebieten der sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Jahre später, Jahrzehnte später, sollte man Muslimen gerade dies zum Vorwurf machen, dass sie ihre religiösen und sozialen Zentren an Orten betreiben, zu denen die übrige Bevölkerung kaum zutritt und in die sie kaum Einblick hat. Eine Spirale von sich gegenseitig befeuernder Marginalisierung auf der einen Seite und Selbstghettoisierung auf der anderen Seite kam in Gang mit Auswirkungen bis heute. Trotz Anwerbestopps 1973 aufgrund der Ölkrise stieg der Anteil der sogenannten Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den Folgejahren kontinuierlich weiter. Familiennachzug, demografische Gründe sind die eine Ursache, andere Gründe sind der Zuzug der sogenannten Spätaussiedler, seit 1989 zwischen Kohl und Gorbatschow ausgehandelt. Bis heute rund 4,5 Millionen Menschen. Und dann in der jüngeren Geschichte, seit den 1980er Jahren schließlich, immer neue Wellen von Kriegs- und Armutsflüchtlingen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen dieser Welt, aus unterschiedlichen Kulturen und mit ganz unterschiedlichen Religionen. Heute leben in Deutschland rund 15 Millionen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen bzw. deren Nachkommen, die hier geboren wurden. Und in einem vereinten Europa und in einer mehr oder weniger globalisierten Welt werden diese internationalen Migrationsströme nicht abreißen. Wenn der Wohlstand nicht zu den Menschen kommt, wird es die Menschen dorthin ziehen, wo Frieden, Wohlstand, Sicherheit herrschen und wo es Lebensperspektiven gibt. Dabei scheint der Faktor Religion ein ganz wesentlicher Grund zu sein, der die Menschen verunsichert. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen westlichen Gesellschaften haben wir uns im Gefolge der Aufklärung daran gewöhnt, das Religiöse zunehmend aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, hinein ins Private. Und begegnen wir dann Menschen, die ihre Kultur und ihre Religiosität offen leben, die sich deshalb womöglich anders kleiden, die andere Umgangsformen pflegen und nach anderen Prioritäten leben, dann schafft das nicht selten Verunsicherung, bei manchen sogar Angst. Hinzu kommen objektiv vorhandene Probleme. Die zunehmende Selbstghettoisierung bestimmter fundamentalistischer Minderheiten, die sich nicht nur bewusst eine Integration verweigern, sondern die, denken wir an Salafisten oder Dschihadisten, westlich freizügige Lebensstile ablehnen und bisweilen auch offen bekämpfen. All dies forciert die eingangs beschriebene innergesellschaftliche Polarisierung und erschwert nicht nur die sachliche Diskussion, sondern auch die Suche nach sachgemäßen Lösungen. Vor allem dann, wenn Menschen nicht nur ihre durchaus verständlichen Ängste artikulieren, sondern wenn Populisten Fremdenangst und Rassismus schüren und unverhohlen einem drohenden Zusammenprall oder Kampf der Kulturen das Wort reden, bei dem angeblich unsere eigene kulturelle Identität, religiöse Identität, nationale Identität auf dem Spiel stünde. Wer solche Geister ruft, der muss sich nicht wundern, wenn er sie nicht wieder los wird. Denn man kann einen solchen Kampf der Kulturen auch herbeireden und den Slogan zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden lassen. Ein konstruktives Miteinander der Religionen und Kulturen gelingt nicht von allein. Man muss aktiv etwas dafür tun. Vor allem, wenn jetzt, wie jetzt bei uns, darüber diskutiert wird, welche Kultur oder Religion zu unserem Land gehören oder nicht, wie unser Staat, unsere Gesellschaft angemessen auf die wachsende Vielfalt von Glaubensvorstellungen, Menschenbildern und Lebensentwürfen reagiert und wie Integration am besten gelingt. Dass dort Grenzen zu ziehen sind und aktiv widerstanden werden muss, wo von Migranten freiheitliche Grundrechte in Frage gestellt oder verletzt werden, wo unter dem Deckmantel einer Religion Machismus und Sexismus propagiert und praktiziert werden, wo unter dem Schutz von Religionsfreiheit Gesetze unterwandert oder Staat und Gesellschaft angegriffen werden, steht für mich wie für jeden vernünftigen Menschen außer Frage. Interreligiöse Verständigung heißt, richtig verstanden, kritische Auseinandersetzung auf Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe, im Bemühen um gegenseitiges Verstehen, in gegenseitiger Offenheit und Respekt. Darum
bemühen sich tagtäglich ungezählte Menschen in unserem Land. Und damit sind wir in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch sehr gut gefahren. Damit Integration befördert wird und gelingt, braucht es neben Begegnungen Respekt voreinander vor allem auch Information und Grundwissen übereinander. Wissen über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kulturen und Religionen, damit ein sachliches und konstruktives Gespräch auf gleicher Augenhöhe möglich ist, damit Vorurteile und Klischees erst gar nicht entstehen. Und solcher Respekt und solches Wissen sollte möglichst früh vermittelt werden, am besten schon in Familie und Kindergarten, dann sollte es im schulischen Alltag vertieft und im alltäglichen Zusammenleben erfahren und erprobt werden. Hier können Religionsgemeinschaften einen wichtigen Beitrag leisten. Denn sie haben diesbezüglich nicht nur Potenzial, sondern auch eine Verpflichtung. Sie sind besonders dann gefordert, wenn es darum geht, Vorurteile, Ängste und Klischees abzubauen und damit Grundlagen zu schaffen für unvoreingenommene Begegnungen. Und statt nur die Unterschiede der Religion zu betonen, in Menschenbildern, Weltbildern, Heilsvorstellungen, sollten gerade religiöse Menschen immer wieder neu bewusst machen, dass uns über die Grenzen der Religionen und Kulturen hinweg Werte verbinden, die für ein gelingendes Miteinander in Vielfalt unverzichtbar sind. Alle Religionen, Sie haben es erwähnt am Anfang, betonen die Mitmenschlichkeit als zentrales Gebot, vor allem den Schwachen und Ausgegrenzten gegenüber. In allen Kulturen kennt man die goldene Regel als Handlungsmaxime, andere so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte, oder auch negativ andere nicht so zu behandeln, wie man eben nicht behandelt werden möchte. Im Übrigen ein ganz einfaches Prinzip, das schon die kleinsten Kinder lernen und einüben können. Und in allen Kulturen möchten Menschen seit jeher keine Gewalt und Ausgrenzung erleiden, sondern es wird gemahnt zu Mitgefühl, Gerechtigkeit und respektvollem Umgang. Religionen sind also nicht nur Moralagenturen, die den Menschen mahnen und inspirieren, sich für andere zu engagieren. Mit ihrem verbindenden Ethos schaffen sie auch Räume gelingenden Miteinanders, die in die Gesellschaft hinein ausstrahlen und damit aktiv helfen können, Integration zu befördern. Räume gelingenden Miteinanders. Deshalb ist es eine Arbeitshypothese dieser Tagung, dass Religionsgemeinschaften prädestinierte Orte und Akteure zur Beförderung von Integration sein können. Und wir haben Sie, die Sie in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, hierher eingeladen, um zu sehen, inwieweit dies tatsächlich stimmt. Und was Sie als Repräsentantinnen und Repräsentanten von Religionsgemeinschaften oder schlicht als religiös engagierte Menschen leisten, um Geflüchteten nicht nur das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, sondern ihnen auch zu helfen, hier Fuß zu fassen und Brücken zu bauen zu einem gelingenden Leben und Zusammenleben hier in unserem Land. Dazu werden wir heute im Laufe des Tages die Arbeit von 5 Initiativen, wenn ich richtig informiert bin, aus RFP-Ortsgruppen kennenlernen, sowie eine Initiative aus den Reihen der koptisch-orthodoxen Kirche. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle wissen, Patentrezepte für ein gelingendes Miteinander der Religion und Kulturen gibt es nicht. Es braucht dafür neben kreativen Ideen und entsprechenden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem auch den guten Wille der Beteiligten. Vor wenigen Wochen hielt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Tübingen die sogenannte 12. Weltethos-Rede, eine Veranstaltung, die unsere Stiftung seit vielen Jahren gemeinsam mit der Universität Tübingen durchführt und bei der hochrangige nationale und internationale Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus ihrer je eigenen Perspektive zur Weltethos-Thematik und zur Frage des gelingenden Miteinanders Stellung nehmen. Herr Kretschmann begann seine Rede mit 2 Schlagzeilen von 2 unterschiedlichen Zeitungen. Die eine, Angst.
auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016. Es war eine Überschrift, die spaltet, weil sie Angst verstärkt. Die andere Schlagzeile, am selben Tag, von einer anderen Zeitung, sie könnte unterschiedlicher nicht sein. Fürchtet euch nicht. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, 10. Darüber das Brandenburger Tor, angestrahlt in Schwarz-Rot-Gold, davor ein erleuchteter Tannenbaum in seiner ganzen Pracht. Das war die Titelseite der Berliner Morgenpost. Eine Überschrift, die zusammenführt, weil sie Angst nimmt. Und im Folgenden seiner Rede beschrieb Kretschmann, wie unterschiedlich wir Menschen doch durch solch unterschiedliche Botschaften emotional angesprochen werden, wie dies unsere innere Einstellung beeinflusst und wie daraus letztlich auch politische Positionen werden. In den Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen womöglich verunsichert sind, bereitet dies dann den Boden für Populismus, Radikalisierung und Ausgrenzung. Wir können lange darüber diskutieren, ob wir heute ein sogenanntes Flüchtlingsproblem haben und ob oder inwieweit dies unsere Gesellschaft bedroht. Ich glaube, wenn es eines gibt, es bedroht unsere Gesellschaft nicht. Und ich meine auch, unsere Kanzlerin hatte mit ihrem Wir schaffen das, für das sie so sehr gescholten wurde und wird, im Grunde recht. Wenn ich sehe, wie viele Menschen und Institutionen, vor allem auch im religiösen Raum, sich mit bewundernswertem Einsatz in Sachen Integration engagieren. Und wenn ich vor allem sehe, dass niemand in unserem reichen Deutschland durch diese Herausforderung bisher nennenswerte wirtschaftliche oder soziale Nachteile erleiden musste. Uns geht es wunderbar und wir jammern auf sehr hohem Niveau. Aber was macht den Menschen dann Angst? Womöglich die Tatsache, dass wir derzeit in vielen Bereichen Umbrüche, Veränderungen und damit eben auch Verunsicherung erleben. Vieles davon können wir kaum beeinflussen. Und es kommt vor allem darauf an, wie wir selber persönlich, aber auch im Kollektiv damit umgehen. Zum Schluss seiner Rede kommt Ministerpräsident Kretschmann auf einige dieser Umbrüche zu sprechen und deutet an, wie man darauf reagieren sollte. Diese wenigen Sätze möchte ich zum Abschluss zitieren. Dem sozialen Umbruch müssen wir entgegensetzen Gerechtigkeit, dem gesellschaftlichen Umbruch Verständnis, dem Umbruch durch Populismus und Verrohung Haltung, dem Umbruch durch die Weltökonomie Europa, dem Umbruch durch Machtausdehnung Geschlossenheit, dem Umbruch durch Flüchtlinge Augenmaß. Und für all das braucht man eines, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs, Zusammenhalt. Ich meine, solche Sätze sollten Sie und die vielen anderen, die sich für geflüchtete Menschen engagieren, bestätigen und ihnen Mut machen. Und ich bin gespannt auf all die Initiativen, die wir heute hier kennenlernen werden. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange so aufmerksam zugehört haben. Ja, allein mit 300 unterschiedlichen Flüchtlingen gearbeitet, nicht immer dieselben, sondern in verschiedenen Projekten mit 300 Flüchtlingen und bin Mitglied von der RFP und möchte Ihnen heute mal kurz meine Arbeit oder das meine Erfahrung, die ich von der anderen Seite, nämlich von der beruflichen Seite mit Flüchtlingen gemacht habe, die gerade nach Deutschland kommen, erklären. Ich werde in Anbetracht der Zeit, werde ich mich kurz halten und werde Sie auch nicht so viel quälen. Ich werde diesen ersten Teil, ich habe die Geschichte der Flucht, das kann man nehmen, das ist der Part, worum es geht. Das Erste, weil ich denke, wir sprechen immer von den vielen Flüchtlingen, die hier nach Deutschland bekommen. Ich habe mir mal angeschaut, wie viele Flüchtlinge gibt es denn weltweit? Und das ist die Zahl von 2014, gab es weltweit 59,5 Millionen Flüchtlinge. Wenn man das mal im Vergleich setzt, da ist ein komplettes Land, Italien, das ist die Bevölkerung etwa von Italien aus dem Jahre 2015, war auf der Flucht. Also wenn man unsere Vergleichszahlen von Deutschland sieht, die auf der nächsten Seite sind,
Das sind die Antragszahlen vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge von den Jahren 1990 bis 2016. 1990, klar, dieser Peak, den man sieht, das war damals der Jugoslawienkrieg. Der geht dann hoch bis 2016 auf 445.545 Asylanträge. Ja, also nochmal die Zahl davor, wir reden von 59,5 Millionen Flüchtlinge weltweit. Also nochmal zu den Herrn heute Morgen, mit denen nicht stemmen können. Also wenn wir das in Relation sehen, sind wir gut dabei. Die Flüchtlingszahlen von Hessen, ich komme aus Hessen ja. Sie sehen es, wir hatten 2015 75.000 Flüchtlinge in Hessen. 2016 ist die Zahl runtergebrochen. Aktuell haben wir aus dem Jahr 2017 haben wir natürlich eine sehr geringe Zahl, die steht dort nicht, aber ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Wir haben im Januar, Februar in Hessen 2000 Flüchtlinge bekommen. Die natürlich dazu sorgen zu handeln, dass die Türkei den, ich möchte nicht sagen, mit ihrem Bauerndeal, der liebe Herr Erdogan, die Grenzen zugemacht hat und sich als Erpresserstaat jetzt darstellt und die EU erpresst und damit Menschen spielt. Das muss man immer sagen. Also Herr Erdogan spielt mit Menschen, die da in unsagbaren Zuständen leben nebenbei. Die Flüchtlingszahlen des Rheingau-Taunus-Kreises, wir hatten 2015 hatten wir 1702 Flüchtlinge. Das war diese Zeit, wo auch groß in der Presse war, weil der jetzt gehende Landrat auch das sehr stark organisiert hat, weil er gesagt hat, das können wir gar nicht decken. Wir sind unter dem Rettungsschirm, wir werden hier gerade, es war ein großes Problem, der Rheingau-Taunus-Kreis hat es gepackt. 2016 waren das 1465 Flüchtlinge. Im Vergleich, dass Sie auch mal wieder Zahlen sehen, 2014 waren es nur 564 Flüchtlinge, 2013 nur 254. Ja. Die Zahlen sind jetzt natürlich auch am Abflauen, dadurch, dass ich dass bei dem Träger, wo ich arbeite, dass wir zwei Flüchtlingsunterkünfte mit ungefähr 400 Flüchtlingen haben, können wir ungefähr sehen, okay, wie sind denn die Zahlen, die jetzt kommen? Es kommen immer noch welche an. Bedauerlicherweise ist es jetzt so, dass diese Privatwohnungen im Rheingau-Taunus-Kreis abgeschafft werden. Viele Flüchtlinge wurden erst in Privatwohnungen gepackt. Man hat dann festgestellt, dass das kein guter Weg ist, weil man einfach das nicht mehr so kontrollieren kann. Und deswegen wurden die jetzt alle wieder aufgelöst und die kommen leider Gottes wieder in die Flüchtlingsunterkünfte. Also man geht da auch teilweise Wege zurück, was ich erschreckend finde. Ja. Die Hilfsangebote im Rheingau-Taunus-Kreis. Bevor ich meine Arbeit vorstelle, wir haben im Rheingau-Taunus-Kreis, es ist ein Flächenkreis, ein ziemlich großer Flächenkreis, haben wir 17 Organisationen, meist kirchlich, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Aber auch Gemeinden und Städten haben sich dieser Aufgabe angenommen. Das heißt, die Gemeinde Aarbergen und die Gemeinde Waldems hat vielleicht auch aus der Not heraus, weil sie keine ehrenamtliche, also keine kirchliche Arbeit da gefunden haben oder nicht bereit waren, das zu machen, haben ihre Sachen gemacht und machen sie auch recht gut. Angebote sind Begleitung, Betreuung, Hilfe, Deutschkurse. Ich habe das heute Morgen schon gesagt, ich bin ganz immer erstaunt. Also mir kommen ja die Flüchtlinge auch, wenn ich Flüchtlinge habe, die ein perfektes Deutsch können. Man kann wirklich so sehen, wo sind die Angebote von den Ehrenamtlichen, die Deutschkurse wirklich qualitativ hochwertig und wo nicht so, weil das merkt man an den Sprachniveau, wo sie kommen. Also es gibt Gemeinden, Hohenstein ist eine Gemeinde, muss man wirklich auch sagen. Dort kommen Flüchtlinge zu uns, die sehr, sehr gut Deutsch können, obwohl sie vielleicht erst ein Jahr in Deutschland sind. Weil die ganzen Ehrenamtlichen ganz viel Deutschunterricht für ihn anbieten. Nierenhausen ist auch so etwas, da gibt es den Fluchtpunkt, den ich auch mal hier erwähnen möchte, mit einer Präsenz, mit der Frau Garnert, die meiner Ansicht nach herzzerreißend Arbeit dort macht und eine so tolle Arbeit. Das ist unglaublich was. Es ist schon für mich persönlich im Rheingau-Taunus-Kreis so ein Leuchtturm, wo man sehen kann, aha, so funktioniert Flüchtlingsarbeit, ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in perfekter Form. Das muss man sagen, sehr motiviert. Jetzt kommen wir zu meiner Arbeit. Wie gesagt, ich arbeite bei einem örtlichen Träger im Rheingau-Taunus-Kreis, bin dort in verschiedenen Projekten tätig. Ein Projekt war klar die Gemeinschaftsunterkunft, die Flüchtlingsunterkünfte, wo wir die sozialpädagogische Betreuung der Flüchtlinge übernommen haben. Und das andere Projekt ist das sogenannte Welcome Center. Das richtet sich in erster Linie an Flüchtlinge, die anerkannt sind und die dann in das SGB II, in den Hartz IV übergehen. Diese Flüchtlinge erhalten für die Dauer von 6 Wochen ja, eine Maßnahme, einen intensiven Deutschkurs, wo wirklich sie mit Vorbereitung auf einen Integrationskurs mit einer Deutschlehrerin Deutsch beigebracht bekommen.
8 Stunden täglich, montags bis freitags, aber nicht 8 Stunden täglich, also 8 Stunden insgesamt. Aber ich muss dazu sagen, wir haben das jetzt auch ausgeweitet. Es gab früher nur die Flüchtlinge mit der guten Bleiberechtspektive, die kennen wir, das sind die Irakis, die Somalis. Seit August zum Glück, seit August, weil das war auch so eine dieser Flüchtlingsgruppe, die meiner Meinung nach am meisten gelitten haben. Die haben 4 Jahre lang gewartet, bevor die überhaupt jetzt im August letzten Jahres gesagt bekommen haben, ja, ihr habt eine gute Bleiberechtsperspektive. Was man da mit Menschen macht, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wenn Sie dann mit den Menschen in den Unterkünften reden, die 4 Jahre lang auf 8 Quadratmeter sitzen und warten, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, was da an Menschlichkeiten, an Motivation verloren geht. Dann kommt mein großer Part in der Sache mit meinen Kollegen. Wir haben Unterrichtseinheiten, die wir ganz, ganz wichtig nehmen. Grundrechte in Deutschland, das machen wir plakativ. Wir haben das in Arabisch, wir haben das in Englisch, wo wir die Flüchtlinge sagen, das sind unsere Grundrechte. Das sind auch eure Grundrechte. Es gibt Bürgerrechte und es gibt Grundrechte und Grundrechte gelten für alle. Da ist ein großes Punkt, ist die Religionsfreiheit. Wo wir auch den Leuten wirklich sagen, hier in Deutschland herrscht eine Religionsfreiheit, ihr dürft eure Religion ausleben, ja, mit einer Einschränkung natürlich. Betrieb ist es nicht überall möglich, wobei wir haben hier Großunternehmen im Rheingau-Taunus-Kreis, Rüsselsheim ist da Opel zu nennen oder der Fraport, der Frankfurter Flughafen, die sehr wohl auch Gebetsräume für ihre muslimischen Mitarbeiter eingerichtet haben, dass zumindest in der Zeit des Ramadan da auch Gebete geführt werden können. Wir nebenbei bei unseren Träger, also ich habe mir angewöhnt, wenn mir einer sagt, ich muss beten, dann sage ich, okay, du bist noch nicht im Arbeitsleben, das ist ein Recht von dir, das ist deine Religionsfreiheit, dann bitte bete. Also dann gebe ich ihnen einen Raum, wo er sich hin zurückziehen kann und dann sein Gebet vollziehen kann. Weil auch hier müssen wir, denke ich, Religionsfreiheit und Religionsgleichheit vorlegen ein bisschen. Wir reden über Normen und Werte in der Gesellschaft, ganz wichtig, was sind unsere Normen, was sind unsere Werte? Was bedeuten unsere Normen und Werte? Ja. Wir reden über Gleichberechtigung. Ganz besonders die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist ein wichtiges Thema. Die Flüchtlinge sind meistens, ist meine Erfahrung, sagt, dass sie sind meistens sehr freundlich. Sie nicken und sagen ja, ja. Wenn es aber dann zu einer Spannung kommt, merkt man, dass diese Gleichberechtigung nicht immer gleich ist. Ja. Die Rechtsordnung in Deutschland sehr vereinfacht natürlich. Deutschland und die EU, das ist meine Erfahrung, dass die Flüchtlinge da begeistert sind. Die sagen, wie? Demokratie, ihr seid ein Teil von Europa und ihr könnt überall, und das funktioniert, und ihr habt das Gleiche, was ihr in Deutschland habt, mit eurem Bundestag, gibt es auch in Europa, das Europaparlament. Das ist für sie total begeisternd und erfrischend. Wir haben ein Kochen der Nation, das heißt, jede Woche kocht eine bestimmte Gruppierung, also eine bestimmte Nation kocht ihr Essen. Ja, wir haben eine Hauswirtschaftsmeisterin und eine Küche, da wird gekocht. Und wir essen das gemeinsam, es wird vorgestellt. Wir haben das ein wenig ausgeweitet, deswegen steht da noch in Bearbeitung. Mein Kollege ist ja ein Musiker. Er hat über Fundraising hat er es gepackt, so viel Geld zusammenzukriegen, dass wir sehr wahrscheinlich ein musikalisches Kochbuch als DVD herausbringen. Ja, das heißt, dieses Kochbuch wird so mit Landkarte und dann wird so gezeigt, okay, das ist das Land, die erzählen kurz ihre Geschichte, aber was viel wichtiger ist, sie singen ihre Lieder. Wir waren also vor 4 Wochen, waren wir hier oben in Mainz-Finden in einem Studio und haben die Jugendlichen und auch die Bewohner von der Flüchtlingsunterkunft, die mitmachen wollen, mitgenommen. Die haben ihre Musikinstrumente mitgenommen, die sie teilweise selbst gebaut haben und haben da ihre Lieder gesungen. Und das kommt alles da rein. Also wenn das fertig ist, werde ich der Frau Kaufmann auch Bescheid geben, dass es da vielleicht in die Gruppe RFP mit reingeben kann. Wir machen Exkursionen. Wir besuchen Gotteshäuser, die kirchlichen Gotteshäuser, weil ich denke, meine Erfahrung ist, sie trauen sich so nicht ohne weiteres da reinzugehen. Und wenn ich sage, hier, wir haben diese Möglichkeit dort reinzugehen, gehen wir rein. Wir besuchen aber auch den Landtag oder auch Museen, um einfach auch unsere Kultur hier näher zu bringen. Ja. Das zweite Projekt, das wir machen mit Flüchtlingen, ist der Erstcheck, die Kompetenzfeststellung. Das ist ein biografisches Interview, das wir im Erstcheck führen. Da geht es einfach um Abklärung, was bringst du aus deinem Heimatland mit, was kannst du, was hast du gelernt, was hast du gearbeitet. Und die Kompetenzfeststellung, der Dr. Brendel, der wird es vielleicht etwas sagen, wenn ich sage, es kommt aus Waiblingen, Waiblingen. Das ist ein diagnostisches Verfahren für Flüchtlinge, speziell für Flüchtlinge, wo es um berufliche Kompetenzen geht. Warum wird das Ganze gemacht?
Es geht darum, und das wird hauptsächlich für asylberechtigte oder als anerkannte Asylflüchtlinge aus dem SGB II gemacht, um eine Integrationsstrategie zu entwickeln. Das heißt, es soll frühzeitig erkannt werden, okay, wie kann diese Person am besten gefördert werden, wir machen danach wirklich auch einen Bericht, um ihr eine berufliche Integration in Deutschland überhaupt zu ermöglichen. Ja. Abgesehen jetzt erstmal von der Basic der Sprache. Ja. So. Dann haben wir noch, ich weiß nicht, ob das hier in der Rheinland-Pfalz auch gibt, hier haben wir uns noch eine sogenannte Intensivklasse, das richtet sich an die 16 bis 18. In Hessen ist es dadurch so ein großer Zulauf, ist sogar bis zu 21 findet man da Leute. Die Schulen sind zum Glück so offen, sagen wir, ich gehe da ein bisschen weiter. Dort können Jugendlichen in Intensivklassen sich sozusagen, wie es dort steht, vorbereiten. 2 Jahre. Das wird an 2 Standorten gemacht, die Berufsschulschulen Untertaunus in Taunusstein und die Berufsschulen Schulen Rheingau. Ja. Gefördert wird das Hessische Sozialministerium für Soziales und Integration. Die Jugendlichen können da 1 bis 2 Jahre bleiben und jetzt kommt, darum sind wir jetzt auch gerade dran, weil die ersten Jugendlichen, die vor 2 Jahren in diese Maßnahmen kamen, kommen jetzt raus und brauchen sofort einen Anschluss. Meine Praxiserfahrung mit Flüchtlingen, ja, das muss man ganz klar sagen, das sind alles Original, also ich habe ja ganz viel mit, muss ja auch ganz viel mit ihnen sprechen, traumatisiert aus dem Heimatland, ganz klar durch die IS, durch die Taliban, durch Zwangsverheiratung, ganz besonders in Afghanistan ist das ein ganz großes Problem. Ja. Zwangsverheiratung mit Taliban, das ist unglaublich. Diskriminierung aufgrund der Religion. Ich habe das gestern in dieser Sitzung gesagt, dass viele syrischen Christen das Problem mit dem arabischen Tee haben. Das heißt, in Syrien wurde das Tee, das ist das, wo ist der dritte Buchstaben? Guck mal, dritte. Ja, im Arabischen wurde auf die Häuser gemacht und hatte damit gekennzeichnet, dass das Christen sind. Und damit waren sie zu Drangsalierung freigesetzt oder wurden aus den Häusern gezogen, was auch immer. Ja. Sie sind durch Terror in ihrem Land, Krieg und Tod ist klar, traumatisiert durch die Flucht. Ich habe mal geschrieben, so Fluchtdauer meiner Teilnehmenden ist so 1 Monat, das sind die schnell, das sind die, wo ich sage mal, bist du geflogen? Das sage ich einmal spaßhalber, bis 2 Jahre. Hunger, Tod, Schläge durch Polizisten und Soldaten. Ich bin immer wieder erschreckt, wie manche Länder, die ein Teil der Europäischen Union sind und wo ich denke, die müssten sich doch an Menschenrechte halten, was mir Flüchtlinge dort erzählen, was sie dort erlebt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt Länder der Europäischen Union, wo die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durchgeprügelt wurden. Ja. Und manche Länder, wir wissen es selbst, Ungarn, da werden die Flüchtlinge erstmal 3 Wochen, egal ob sie Mann, Frau, Kind sind, erstmal ins Gefängnis genommen und überprüft werden, ob das nicht irgendwie ein Islamist ist. Also das ist unter alle Kanone. Teilweise erschreckt perspektivlos von dem realen Deutschland. Das ist meine Erfahrung ganz bloß in den Flüchtlingsunterkünften, wenn die ankommen aus Gießen, dass die da stehen und fangen an zu weinen, weil sie nämlich feststellen, nein, in Deutschland liegt kein Geld auf der Straße, in Deutschland gibt es kein Auto und in Deutschland gibt es auch keine Wohnung, sondern steht im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Bruchbude. Ja. Sie wissen selbst, wie Flüchtlingsunterkünfte teilweise aussehen und sie wissen selbst, dass es nicht unbedingt die Hotels 2. und 3. Sterne sind, sondern meistens irgendwelche seit Jahren leerstehenden Häuser, die dann doch wieder genutzt werden, irgendwie. Überfordert von der Bürokratie in Deutschland, das ist ganz schlimm, finde ich, auch dass wir in Deutschland es noch nicht kapiert haben, den Menschen die Arbeit zu ermöglichen. Die Argumentationsschiene ist immer, ja, die leben hier in Deutschland und die müssen Deutsch lernen. Aber ich frage mich, wie soll ein Flüchtling aus Syrien, der hier nach Deutschland gekommen ist, der anerkannt ist, der dann irgendwann einen Brief bekommt, also erstmal kriegt er seinen SGB-II-Bescheid, diesen den Hartz-IV-Bescheid, das ist so ein Block, den er nicht versteht. Irgendwo dazwischen ist eine Freistellung für GEZ, die er auch nicht versteht. Dann meldet er seine Wohnung an, dann kriegt er irgendwann mal einen Brief von der GEZ, hallo, Sie sind da eingezogen, wir haben Sie jetzt als Kunde geführt, den Brief versteht er auch nicht. Und dann kriegt er ein Jahr später kriegt er die erste Mahnung über 120, 150 Euro und kommt dann zu mir und sagt, kannst du mir helfen? Und ich habe mit der GEZ gesprochen und gesagt, warum geht ihr nicht hin und schreibt diesen Brief auf Arabisch? Nein, wir haben einen Flyer im Internet auf Arabisch. War das Argument. Also Sie sehen es, teilweise Angst vor der Zukunft.
der Afghanen, bei den Afghanen ist das ganz schlimm. Ich weiß, ich glaube, Rheinland-Pfalz ist eines dieser wunderbaren Länder, die den Abschiebestopp haben für afghanische Flüchtlinge. Theoretisch, ja. Hessen tut sich da noch schwer. Ich finde immer, manche Politiker sollten sich mal mit den Leuten zusammensetzen. Man sollte mal sehen, was man Menschen antut, die sagen, wie gesagt, warum soll ich in mein Heimatland zurück? Da ist Taliban. Ja, also ich habe eine junge Frau, wenn die in ihr Heimatland zurückgehen würde, würde sie umgebracht werden. Punkt, das ist Realität. Die würde in Kabul ankommen und wäre zwei Stunden später wäre sie tot. Vielleicht zwei Tage später. Ja, also da ist ganz, ganz viel Angst. Auch darf ich in meinem Beruf arbeiten. Wir gehen immer davon aus, dass die ja alle so unangelernt sind. Das ist so unsere Überheblichkeit. Das erinnert mich so ein bisschen auch damals an die Wiedervereinigung. Ja, dann hat man auch alles, was im Osten in den neuen Bundesländern war, war schlecht. Ja. Man hat es einfach runtergehen. Natürlich haben die keine Ausbildung, so wie in Deutschland, wie wir es kennen. Hier kenne ich das duale System. Ich habe es mit Menschen zu tun, die seit 14, 15 Jahren am Arbeiten sind, die hochqualifizierte Arbeit machen. Die haben teilweise Fotos dabei. Ich habe von einem Fliesenleger aus Amiran habe ich ein Bild gesehen, was er an Arbeiten gemacht hat, also mehrere Bilder, war schier begeistert. Das habe ich im Betrieb vorgelegt. Ich habe gesagt, was würdest du mit so einem Menschen machen? Und er sagte, sofort einstellen. Sag ich, das ist ein Flüchtling. Ja. Angestellt? Nein, ich stelle prinzipiell die Leute, also ich weigere mich dafür, weil das ist meine Menschlichkeit, weil ich finde, und da sage ich auch, komme ich auch später dazu, ich sage den Menschen, nehmt euch Zeit. Ihr müsst nicht nur Deutsch lernen, ihr müsst Deutschland verstehen, ihr müsst auch die deutsche Arbeitsweise verstehen. Und wenn ich die Menschen jetzt in den Betrieb schicke, und sie können kaum Deutsch, dann laufe ich Gefahr, dass sie ausgebeutet werden. Und dass damit ein Feld geschaffen wird, was nicht in Ordnung ist. Und deswegen... Achso, das ganz zurück. Teilweise Resignation auch. Warten auf Anerkennung Somalis, habe ich jetzt mal hingeschrieben, das war wirklich so. Teilweise auch Resignation von Leuten, die studiert haben, die wirklich herkommen und sagen, ich bin doch Akademiker. Ja, und man dann sagen muss, naja, mit dem Englischlernen hat man das ganz oft aus Syrien. Ja, die sagen, ich bin in Syrien Englischlerin gewesen, wo man dann feststellt, das haben wir schon mal in Groß-Gerau, die Kollegen haben das festgestellt lassen, dass das vom Niveau bis zur Klasse 6 in Deutschland gehen würde. Und einem Menschen zu sagen, ja, du hast studiert, aber ja, da kommt auch noch eine große Aufgabe auf Deutschland drauf zu, finde ich. Das zu machen. Ich habe mal vor Jahren nebenbei, habe ich mal im deutschen Qualifikationsrahmen gesetzt, da sagt wenige was, vielleicht ein paar von Ihnen, es geht um die Anerkennung von Abschlüssen, auch ohne einen Abschluss zu haben. Wäre jetzt ratsam. Positiv, das sind Originalton, die sagen, wir sind froh, dass wir hier sind, weil wir haben Frieden gefunden. Das Wort Frieden gefunden, das hat mich so fasziniert, das ist so ein Wort, was einfach so rübergeht. Aber sie haben Frieden gefunden. Wenn man sich die Geschichte so ein bisschen vor Augen hat, so sagen wir, ein Mensch sagt, ich habe meinen Frieden gefunden, das ist toll. Sie haben keine Angst mehr um ihr Leben, sie haben Essen, ein Dach über Kopf, das klassische Begriff des Asyls, wenn wir uns Asyl angucken, heißt, das ist Asyl. Sie sind überwältigt von der deutschen Gastfreundschaft. Die sagen, also es gibt, sie können sich gar nicht vorstellen, sie hätten sich nie vorstellen können, dass die Menschen so ihnen helfen und auch so offen sind. Weil wir reden immer über, wir Deutschen haben über das Problem, wir haben ja das Problem, dass wir das Negative sehen. Ich glaube, wenn man sich mit Flüchtlingen und helft, wir sind gar nicht so negativ, sondern wir sehen viel Positives in uns, dass wir ihnen helfen und dass wir gastfreundlich sind. Wo muss mich jetzt etwas beeilen? Sie haben wieder ein Ziel vor Augen. Wunsch, ihr Leben hier aufzubauen. Wir haben gestern über Integration gesprochen. Sie haben wirklich ihr Wunsch, ihr Leben aufzubauen. Sie sind glücklich, sich selbst oder ihren Glauben hier wieder leben zu können. Glauben ist klar. Ich muss dazu sagen, ich habe ganz viele Homosexuelle aus Afghanistan, die fliehen mussten, weil die Taliban herausgefunden haben, dass sie homosexuell sind. Wir können uns vorstellen, was das in Afghanistan bedeuten würde. Ja. Ich gehe mal weiter. Meine Praxiserfahrung, kurz nur, viele möchten hier in Deutschland bleiben und ihren Lebensmittelpunkt hier aufbauen. Ganz besonders viele syrische Flüchtlinge sagen mir das. Ich möchte hier in Deutschland leben. Ich möchte nicht mehr zurück. Ich kann auch nicht mehr zurück. Weil solange das Assad-Regime da ist und ich gehe zurück, habe ich da keine Chance. Trotz wenig zu haben, ist Gastfreundschaft bei Ihnen ein hohes Gut. Ich weiß nicht, ob Sie jemals schon mal von Ihren Flüchtlingen eingeladen wurden. Ich finde es immer ganz faszinierend, es rührt mich fast manchmal zu Tränen, wenn ich merke, dass Sie so wenig haben und dass Sie das alles aufdicht, was Sie haben. In meinem Glauben sagt mein Gott, sagt, wenn du mir mit Liebe eine Blume, ein Blatt und ein Glas Wasser opferst, werde ich es annehmen. Und das erinnert mich immer daran. Sie machen mit so wenig, machen Sie so tolle Sachen. Ganz schön eigentlich. Also ich habe extra, hier können wir viel auch von Ihnen lernen.
Der respektvolle Umgang bedeutet Ihnen ganz viel. Also ich habe mir angewöhnt mit meinen Teilnehmern, das sind 20 Stück in der einen Maßnahme, 8 Stück in der anderen Maßnahme oder auch wenn ich mal in der Flüchtlingsunterkunft bin, ich gebe jedem die Hand zu Beginn und nicht am Tisch, sondern schon wenn er reinkommt, begrüße ihn persönlich und verabschiede ihn auch persönlich, weil ich finde, das hat etwas mit Respekt zu tun und das tut ihm unheimlich gut. Dieser Handschlag. Natürlich muss man wissen, wo man es macht. Manche Frauen darf man einfach nicht die Hand geben oder sie geben auch einem nicht die Hand. Ja. Dann muss man das akzeptieren. Fluchterfahrung und Flucht, im Gegensatz, was ich heute Morgen gesagt habe, habe ich meine Erfahrung gemacht, sollte niemals thematisiert werden. Sie ist viel zu stark mit Traumata behaftet. Ja. Wenn das thematisiert wird, wird das bei mir nur im Büro thematisiert, unter vier Augen und auch, wo ich, was er nicht weiß, wo ich nebendran eine Psychologin sitzen habe, eine Kollegin, die Psychoschulpsychologin ist, wo ich genau weiß, okay, wenn was ist, kann ich gerade auch auf Hilfe zugreifen, weil da müssen wir auch unsere Professionalität einfach auch zurückgreifen. Ein Weg der Öffnung ist über Musik und Kochen, das wurde heute Morgen schon gesagt, das ist wirklich so, ja, und auch über den Glauben, über das gemeinsame Ausleben des Glaubens. Wichtig ist, ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch gemacht haben, bei uns haben wir die Erfahrung gemacht, Flüchtlinge wollen nicht alles geschenkt haben. Das ging so weit, dass bei uns Kleidungssäcke in der Flüchtlingsunterkunft wieder rausgestellt wurden. Und dass wir Ärger mit den Nachbarn bekommen wegen angeblicher Vermüllung. Wir haben dann ein Projekt, wo die Flüchtlinge uns eine Erstausstattung für Kinder umsonst kriegen, haben wir dann jetzt mal ausprobiert und gesagt, die sollen eine Spende geben. 50 Cent, 1 Euro. Das ist für die kein Problem. Und das sagen die auch. Wir wollen etwas geben. Für die ist das wichtig, das zu geben. Und deswegen auch für Sie als kleiner Tipp vielleicht auch, wenn Sie Sachen spenden, sagen, 10 Cent reicht schon. Wichtig, Flüchtlinge brauchen eine realistische Aufzeichnung von dem, was sie an Erfahrung, Ausbildung und Schule mitbringen und von dem, was Deutschland möglich ist. Wir haben das im Rheingau-Taunus-Kreis so gemacht, weil mit den vielen Ehrenamtlichen... Können Sie bitte zum Schluss kommen? Ja, jetzt, sind über der Zeit. Gut, ja, noch eine Seite. So viel. Ja, aber wir haben... Nee, keine Seite mehr, bitte. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Dann sage ich den letzten Satz. Ja. Ja. Für Sie, wir haben das im Rheingau-Taunus-Kreis so gemacht, wir haben eine Arbeitsgruppe gewinnt. Und zwar aus allen ehrenamtlichen Institutionen, aus der Bundesagentur für Arbeit und aus dem Kreis, um zu gucken... realistische Perspektive aufzeigen von beruflicher Integration. Und dass man auch einen Austausch hat und dass man sagt, dass die Ehrenamtlichen auch die Personen anrufen können. Darf ich das sagen oder sage ich da, brauche ich etwas dafür auf, was überhaupt nicht geht? Weil ich habe eben gelesen, Ausbildung in Deutschland ist vorausgesetzt im Sprachniveau B2. Ja? Studium C1. Studium ist das Problem, dass C1 nicht im SGB II finanziert wird. Sprachkurs. Das ist ein ganz, auch da so ein großer Held. Genau. Das so als Abschluss. Ich habe noch eine Seite, aber Sie können das ja dann auch in der Präsentation sehen. Auch am Anfang nochmal, da habe ich ein bisschen die Geschichte der Flucht aufgeschrieben und dann sage ich mal Dankeschön. Vielen Dank für diese... Eben auch gerade für die Fragestellung, die wir haben, noch so etwas... Ich möchte gerne darauf antworten. Ich möchte nur noch mal einen Satz sagen. Ich finde schon, deswegen bin ich mit Ihnen vollkommen einer Meinung da. Ich bringe unseren Flüchtlingen das Grundrecht. Die Grundrechte bei. Und der erste Satz da drin ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht des Deutschen. Ja, nicht auch nicht des Christen, des Moslems, sondern die Würde des Menschen. Und dann kommt irgendwann der Passus Religionsfreiheit. Und wir sollten uns bei unserer Arbeit mit Flüchtlingen einfach an diesem Grundgesetz halten. Das, was ich ihnen beitrete, das muss ich auch leben. Das heißt, ich hänge mich daran. Ich gucke erstmal den Menschen an. Ja? Und dann kommt irgendwann die Religion. Aber der Mensch kommt zu mir. Der Mensch, nicht die Religion ist geflohen. Ein Mensch ist geflohen. Steht kein Koran vor mir, da steht keine Bibel vor mir, da steht keine Schriften vor mir, da steht ein Mensch vor mir, der Hilfe braucht. Und deswegen gucke ich den Mensch an. Da ist mir die Religion erstmal egal. Und die sollte auch meine Mannschaft erstmal in den Hintergrund stellen. Jetzt zu Ihrer Frage, die dritte Folie ist, meine Erfahrung ist, dass Integration von Flüchtlingen ein sehr langer Prozess ist. Ein ganz langer Prozess. Und ich die auch sehr entschleunige immer, sehr gerne entschleunige. Ich sage, lasst euch Zeit bei allem, was ihr tut. Ihr habt die Zeit. Ihr müsst wissen, wie wir Deutschen ticken. Ja?
was wir an Pünktlichkeit haben, das müsst ihr wissen. Und natürlich müssen wir Deutschen uns auch anpassen. Ich hasse dieses Wort Leitkultur. Ich finde also, diese Worte, die wir hatten, die Flüchtlinge müssen sich unserer Leitkultur anpassen. Nein, ich glaube, in einem menschlichen, fortschrittlichen Land sollte es sein, dass man einen Konsens findet, früher oder später. Ich finde nicht, dass damals die Italiener und die Türken, die zu uns kamen, da ist keiner assimiliert worden. Die leben alle seit Jahren in unserer Gesellschaft als vollwertiges Mitglied in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir diskutieren etwas hier in Deutschland, was schon seit den 50er, 60er, 70er Jahren geklappt hat. Ja, und wir diskutieren heute darüber, ob das klappt. Das verwundert mich immer persönlich, wo ich sage, lasst uns doch in unsere Vergangenheit schauen. Es hat geklappt. Und da hat keiner seinen Glauben verloren. Kein Türke musste seinen Glauben aufgeben, um in Deutschland zu leben. Nein, wir können hier frei leben, das ist unsere Religionsfreiheit. Also, und ein anderer Punkt ist, dass ich auch immer sage, berufliche Integration. Ich spreche von beruflichen Integration, sage es auch immer, dazu stehe ich auch. 5 Jahre, um Menschen beruflich bei uns zu integrieren. Das heißt, wir müssen den Menschen an die Hand nehmen und müssen ihn langsam über Qualifizierung, über Deutsch, langsam in den Arbeitsmarkt reinführen. Auch mit der Schaffung eines sogenannten dritten Arbeitsmarktes. Ja, um die Menschen einfach vor negativen Erfahrungen und vor Ausbeutung zu bewahren. Wir müssen eine Klarheit bei so Sachen haben wie Sprachniveau. Was braucht man für eine Ausbildung? Das habe ich in der Pause gesagt. Mich hat sehr gewundert, dass Menschen oder Helfer Flüchtlinge in eine Ausbildung bringen. In Deutschland wird für eine duale Ausbildung, die wir in Deutschland haben, das Sprachniveau B2 vorausgesetzt. Ja, ich habe bis jetzt keinen Jugendlichen kennengelernt, der nach einem Jahr ein B2-Niveau hat. Mein Arbeitskollege hat ein B2 plus Berufsniveau. Ja? Der lebt seit 4 Jahren hier und lernt ganz intensiv Deutsch. Wir haben das Problem mit dem Studium. Es wird geprüft in Deutschland nach C1-Niveau, um seine Prüfung, um seine Vorzulegen. Ich habe es ja auch gesagt. Würde kein Deutscher bestehen. Das würde definitiv kein. Ja, das würde. Wäre schön. Ja, und deswegen, ich denke, wenn wir den Menschen erstmal zeigen und ihnen die Zeit geben, ist das eine. Dass wir ihnen sagen, ihr habt Zeit und wir geben euch die Zeit. Ihr müsst uns nichts beweisen. Ja, nehmt euch die Zeit und man hat es auch damals mit den ersten Gastarbeitern doch gemacht. Man hat ihnen auch die Zeit irgendwo gegeben. Man hat sie zwar reingenommen in den Arbeitsleben, aber man hat ihnen die Zeit der langfristigen Integration. Und das hat so super geklappt. Keiner redet heute mehr, dass eine türkische Familie neben einem wohnt. Also zumindest ist da, wo ich bis jetzt gewohnt habe, sondern sie sind Teil unserer Gesellschaft, vollwertiges Teil unserer Gesellschaft. Da wird jetzt, wir hatten gestern über Erdogan noch ein bisschen gesprochen, und viele türkische Arbeitskollegen von mir sind gerade sagen, ich weiß gar nicht, warum ihr darüber diskutiert. Dieser Herr Erdogan ist nicht mein Präsident, also das, was der vertritt, vertrete ich nicht, aber ihr packt mich wieder in so eine Schublade mit ihm rein. Ja, sicher. Genau. Ja, und das ist das halt. Ein anderes Ding ist, was ich mir vorgenommen habe, was auch ganz wichtig ist, wir müssen die Menschen in unser Gotteshaus führen. An die Hand nehmen, sagen, schau dir ruhig mal, wir haben keine verschlossene Kirche. Nur weil du Moslem bist, ist nicht die Kirche für dich verschlossen, sondern du kannst reingehen. Der Pfarrer hat Zeit für dich. Wenn du vorher anrufst und sagst, ich würde mir das gerne angucken, ich würde mit denen gerne reden, hat er Zeit für dich. Und umgekehrt sollten wir auch in deren Häuser reingehen und sollten uns das anschauen und sollten auch das miterleben. Ich finde das ganz toll, ich wurde schon zweimal eingeladen, wenn man wirklich in eine Moschee mal mitgeht und dass ein Gottesdienst dort miterlebt und einfach auf sich wirken lässt. Weil im Grunde genommen ist es doch alles gleich. Wir zelebrieren, jeder auf seine Art und jeder nach seinem Blüten. Was zelebrieren wir? Wir zelebrieren Gott. Wir ehren Gott. Ich habe eine ganz konkrete Frage an Sie. Sie sind ja jetzt hier als Deutscher, gebürtiger Deutscher, hier tätig, sprechen fließend Deutsch, keine Frage. Aber wenn Sie in dieser Uniform dort unterrichten, hey, wie reagieren da die Leute, die ja zum großen Teil Muslime sind, zum Teil säkulare, zum Teil sehr konservative Christen genauso, wie reagieren die da drauf? Sagen Sie, sind Sie nur Deutscher oder kommen Sie denn her? Also das ist ja ungewöhnlich, so trachten Sie einen jeden Tag auf der Straße. Ich bin auch nicht so ganz extrem. Ich trage meine Farbe, weil diese Farbe zu meinem Glauben, zu meinem derzeitigen Zustand, sage ich mal, gehört. Und dann fragen die natürlich. Ja, genau. Ja. Und das Erstaunliche ist, dass
teilweise erkläre ich es Ihnen. Ich sage auch, das mache ich jetzt nicht zwischen Tür und Angel. Wir haben ja mehrere Projekte. Ich mache bei euch gerne mal eine Unterrichtseinheit, dann seid ihr behindert, können wir darüber reden. Meine Kollegen kommentieren aber so ein bisschen, sagen, er ist Priester. Und das hat dann zur Folge, dass wenn ich dann meistens mal weg bin mittags und komme nächsten Tag hin und ich merke, oh, die gehen alle mit unheimlichem Respekt an mich heran, sagen, hallo Herr Kaufmann, und wie geht es? Dass ich dann sage, aha, die Kollegen haben jetzt gerade gesagt, er ist Priester, ja. Aber das ist so, sie sehen das so und das, sie finden es sogar toll, weil ich dann auch das gerade bei der Religionsfreiheit sage, deshalb schaut mal, ich lebe meinen Glauben, obwohl ich arbeiten gehe, obwohl ich einen Arbeitgeber habe, der nicht meinen Glauben hat, darf ich so arbeiten gehen? Er sagt zwar, nee, du darfst hier nicht beten. Ja, das ist, damit muss ich leben. Das kann ich in meinem Religion privat, ja, kann ich in meinem Privatbereich machen. Ja. Aber er akzeptiert, dass ich so auf die Arbeit komme. Damit zeige ich Ihnen auch ein bisschen Religionsfreiheit, die man in Deutschland hat. Und Antidiskriminierung. Wir sprechen ja immer von Religionsfreiheit. Ein Teil, wo ich immer sage, ist dieses Antidiskriminierungsgesetz. Stelle ich Ihnen auch vor, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, Rasse, was weiß das, diskriminiert werden. Oder bevorzugt werden. Oder bevorzugt werden. Das ist ganz wichtig. Ich würde einfach in dem Zusammenhang nochmal auf zwei fundamentale Texte verweisen, die Sie auch auf der Homepage des Runden Beschluss der Religion in Deutschland finden können. Wir haben unter Zustimmung aller Religionsgemeinschaften, die am Runden Beschluss der Religion vertreten sind, 2014 in Coburg eine Erklärung zur Religionsfreiheit verabschiedet, in der steht, jeder darf eine Religion haben. Jeder darf die Religion ausüben. Jeder darf für seine Religion eintreten. Jeder darf seine Religion wechseln. Jeder darf auch keine Religion haben. Und ich finde, das ist also einfach wichtig, dass sowas also auch wirklich auf bundesdeutscher Ebene mal formuliert worden ist. Und wie gesagt, also auch, und wenn Sie einfach Rundertisch der Religion in Deutschland eingeben bei Google, dann finden Sie das alles. Und dann haben wir im letzten Jahr auch zur Flüchtlingsfrage eine Grundsatzerklärung verabschiedet, wo wir zusammengestellt haben aus den verschiedenen heiligen Schriften, die sich im Blick auf Fremde und auf Flüchtlinge absolut eindeutig äußern. Aus der hebräischen Bibel natürlich, also aus dem Buch Levitikus, also dem dritten Buch Mose, die Aussage, der Fremde soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und auch in den konkreten Bestimmungen, dass knechtische Verhältnisse für Juden nach 7 Jahren im Sabbatjahr abgelöst werden sollen, gilt auch für den Fremdling, der bei dir wohnt. Mhm. Nicht? Im Neuen Testament haben wir natürlich einmal die Seligpreisung Jesu und dann das große Gleichnis vom Endgericht, nicht? Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und die Pluralität der Menschheit wird im Koran ja ganz eindeutig hervorgehoben. Wir haben euch zu Völkern und Stämmen geschaffen, damit ihr einander kennenlernt. Und aus der Baha'i-Religion, aus der Hindu-Tradition oder auch, also wir hatten aus dem Buddhismus dann noch die Aussage, sehe jeden Bittenden an, der zu dir kommt, als ein Geschenk Gottes. Das heißt also, wer ernsthaft in seiner Religionstradition ist, der kann im Grunde nicht anders als diesen ersten Satz unserer Verfassung voll nicht nur unterschreiben, sondern muss eigentlich auch danach leben. Ja, genau. Das ist das Nachleben. Und deswegen darf ich mal noch die Frage an Herrn Inan stellen. Es haben also auch die muslimischen Vertreter am Runden Tisch der Religion Deutschland unterschrieben, jeder und jede hat das Recht, keine Religion zu haben. Wie stehen Sie dazu? Wie stehen die DITIB-Gemeinden dazu? Das ist doch eigentlich unmöglich. Wenn jemand keine Religion haben will. Ja, ich bin auch als Muslim geboren. Dann will ich keine Religion mehr haben plötzlich. Ja, das soll er selber mit Gott ausmachen, nicht mit mir. Bitte? Das soll er selber mit Gott ausmachen, nicht mit der DITIB, nicht mit mir. Das soll er mit Allah ausmachen. Natürlich. Und da haben wir Beispiele. Und was sagt, sagt die DITIB-Gemeinde dazu? Die DITIB-Gemeinde sagt gar nichts, aber zu den Lebzeiten vom Propheten Mohammed gab es auch Religionswechsel von Muslimen, die dann kein Muslim mehr waren. Mohammed war liberal, ja. Genau. Und er hat ihnen freien Lauf gegeben. Also da wurde keiner gesteinigt, keiner getötet zu den Lebzeiten vom Propheten, obwohl sie die Religion abgelegt haben. Also das ist dann unser Beispiel, unser Vorbild.
Kann schön. Jeder machen, was er will. Schön, danke für die Antwort. Gut. Ich hätte eine ganz konkrete Frage an unseren koptischen Diakon. Ich weiß von Ihrem Bischof, bekommen seine Rundbriefe, dass viele Ihrer Christen in Ägypten, aus Ihrer Heimat, massiv verfolgt werden, getötet werden. Es kommen also auch Leute zu uns, die Gemeinden verlassen haben. Der Bischof Amadamian beklagte, dass immer mehr Gemeinden aussterben, weil niemand mehr da ist. Die gehen alle, wenn sie ein bisschen Geld haben, waren sie alle ab so schnell wie möglich in den Westen. Und viele kommen ja her, weil sie absolut traumatisiert sind, weil sie Verwandte verloren haben, die man grausam ermordet hat, durch die ISIS, durch die anderen fundamentalistischen Gruppierungen. Wie gehen Sie mit den Leuten um, die nun zu Ihnen kommen in Ihre koptischen Gemeinden? Was machen Sie mit denen? Ja, natürlich ist es schwierig. Es ist auch schwierig, weil, wie ich das vorher erwähnt habe, in mancher Flüchtlingscamps sind auch überwiegend Muslime und es sind sich auch ein paar Extremisten. Da werden auch unsere Christen hier, auch in Deutschland, verfolgt und bleiben müssen. Es ist natürlich voll schwierig, ist es einfach die einfache Waffe, was wir jetzt als Kirche haben, ist einfach unser Glaube. Mit Überreden leidender Menschen, die in ihrer Heimat leiden müssten und hier auch leiden müssen, ist es nur Glaube, hält sich stark. Also wir versuchen, die halt in der Gesellschaft wieder zu integrieren, dass sie wieder offen, auch gegenüber Muslimen, Nachbarn, mit Liebe Jesus einfach offen an die Leute gehen. Klappte in vielen Fällen. Manche Fälle brauchen, wie Schröder gesagt, ein langer Prozess. Können Sie auch therapeutische Hilfen anbieten? Auf jeden Fall, ja. Also wir sind mittlerweile haben wir ehrenamtliche Therapie und wir haben auch professionelle, wenn es sein muss. Also wir haben einen jungen Mann zum Beispiel, der in der Uniklinik 2 Monate lang behandeln mussten, weil er halt seine Mutter wurde in seinem Dorf von Extremisten, Islamisten nackt auf die Straße beschimpft und sein Hab und Gut, Häuser, Kirchen werden in Verbrannung gesetzt. Und er ist hierher gekommen, voll traumatisiert, hat sich Sachen angemeldet, voll aggressiv reagiert. Und wir müssten natürlich ihn einfach in der Psychiatrie geschlossen, Psychiatrie 2 Monate lang, danach 2 Monate offene Psychiatrie. Und er zurzeit bei uns in der Kirche kriegt oder andere Gemeindemitglieder als, sag ich mal, wird geholfen. Der ist auf einem guten, heiligen Weg. Also die Gemeinde untereinander ist da solidarisch und kümmert sich um solche Leute durch ganz persönliche Kontakte und Beziehungen und diese Flüchtlinge, die also so traumatisiert zu Ihnen ankommen. Ja, unsere Rolle ist, ich sage immer, wir sind der Schnittstelle, wir sind der Brücke. Wir leben schon lange hier in Deutschland, wir kennen die Gesellschaft sehr gut. Wir sind mittlerweile eingebürgert, deutsch, wir sind mehr deutsch als Ägypter. Aber wir sind mit. Oh je, wie schade. Ja, schade. Ja. Aber trotzdem haben wir gleiche Schicksal. Damals in unserer Zeit war der Verfolgung der Christen im Nahosten nicht so stark wie jetzt. Aber wir kennen das natürlich, wir haben das erlebt. Also von daher, wir gucken nicht von herab auf die Leute und geben Tipps, wie soll sich da. Leben und Verhalten, sondern von unserer eigenen Erfahrung. Wie könnten wir Friede und Glaube offen an die Leute gehen, trotz der Verfolgung, kein Hass gegenüber anderen Menschen. Das haben wir mittlerweile Leute, die schon lange hier in Deutschland leben, geschafft. Und diese Erfahrung vermitteln wir einfach weiter. Und das bringen wir nicht nur an Christen, sondern auch Nicht-Christen kommen sehr oft zu unserer Gemeinde. Nur weil die einfach, die werden nicht gepredigt, sondern einfach, die einfache Liebe Jesus praktiziert. Also Liebe dein Nächstes, wird geholfen, wird einfach, was du brauchst, wird einfach gemacht. Das kriegen die bei unserer Gemeinde. So, noch eine letzte Frage, ist nämlich gleich halb. Wie sind denn die Ursachen, irgendwo sind die Ursachen zu suchen für die Verfolgung der koptischen Christen? Wie ist
das entstanden? Können Sie da so eine Hintergrundinformation mal grob geben? Das sind die gleichen Ursachen für komplette Nahosten, überwiegend sunnitische, islamische Länder. Da sind viele Extremisten da. Das ist per Grundgesetz dann dieser Länder. Islam ist der Hauptreligion. Religion. Und da werden einfach nicht nur, also bei uns nicht nur Christen werden verfolgt, sondern alle Nicht-Sunniten. Natürlich, die Christen leiden, Christen leiden am meisten, sage ich mal, am extremsten, aber andere Probleme. Es ist halt so in unserer Länder, also da sind halt die Religionen in der Vordergrund. Und das ist der Weg zur Demokratie und freie Stadt, es ist ein langer, langer Weg. Und wir beten dafür, wir verhalten unseren Beitrag, hoffentlich, dass die Politik auch hier in Europa in die Richtung Druck machen. Weil ein freier Nahosten von Christen, die christliche Syrer und Iraker, können wir nach Europa holen. Die sind ein paar hunderttausend, aber in Ägypten sind um die 20 Millionen. Wohin? Christen. Wenn die jetzt auf dem Fluch sind und als Flüchtlinge, wohin? Wir sind einfach zu viel. Also deswegen ist für uns, gibt es keinen Weg außer diese Ägypten oder Syrien in Ruhe finden und Frieden leben und einfach in Ruhe dort. Weil dort alle Christen hierher zu holen, ist keine Lösung. Ich möchte noch mal kurz fragen, die Zahlen, könnt ihr die noch mal wiederholen? Mit 20 Millionen. Also Ägypten, wir reden um 100 Millionen Menschen gesamt, ja. Davon sind 20%. Ist natürlich in der Zahl der Christen in Ägypten ist immer der große Geheimnis. Weil die Stadt wollte es nie kommunizieren. Ja, das sind Geheimnisse. Der letzte bekannte Zahl von 1991 waren 20%. Ja. Also wir gehen davon aus, dass die Christen wachsen, genauso wie Muslime. Also wir reden hier von zwischen 15 und 20 Millionen. Viele, viele davon sind auf dem Weg Richtung Ausland. Nur Leute, die gut Ausbildung haben und Geld haben. Die Armen schaffen das leider nicht. So, ich wollte nur noch eben mitteilen, dass wir in einer anderen Gruppe auch darüber nachgedacht haben, was können wir in Deutschland von syrischen, irakischen, afghanischen Flüchtlingen lernen. Weil Herr Matta gerade sagte, wir müssen eigentlich ein paar Lebensläufe hinter uns haben, bevor wir überhaupt einen Muslim verstehen können. Was können wir von ihnen lernen? Und da wurden nur die zwei Sachen genannt, Familienzusammengehörigkeit und Gotteshingabe auch. Aber das können wir ja auch hier jetzt nicht mehr besprechen, weil wir jetzt schon Schluss machen und so weiter. Gut, das war ein gutes Schlusswort, danke. Danke.